Hallo, mein Name ist Simon Huber. Ich lebe seit 6 Jahren in Los Angeles und ich bin professioneller Bassist. Ich endorse seit einiger Zeit die Instrumente der Marke Exotic und ich bin heute hier, euch den Exotic XJ Jazz Bass näher vorzustellen. Okay, zuerst werde ich auf die ganzen Regler hier eingehen. Wir haben zum ersten einen Volume-Regler, dann hier haben wir einen Tonabnehmer-Regler, mit dem ich zwischen diesen Pickups, Bridge-Pickup und dem Hals-Pickup hin und her schalten kann. Dann haben wir hier eine passive Höhenwende und die zieht sozusagen die Höhen raus, wenn nötig. Das klingt dann so. Okay, dann haben wir hier einen Dreiband-EQ. Wir haben die Bässe, die Mitten und die Höhen. Und mit Hilfe dieser zweier Schalter kann ich je nachdem hier mit den Höhen und mit diesen, mit den Mitten, bestimmte Frequenzen rein- und rausdrehen. Wenn ich nach oben schalte hier, habe ich den Frequenzbereich von 400 Hz und nach unten von 800 Hz. Das ist in den Mitten und das kann man am besten hören, wenn ich die Mitten ziemlich reindrehe und dann mit dem Schalter hin und her schalte. Das klingt dann so. Und dasselbe kann ich machen mit den Höhen. Ja, da hört man es deutlich. Ein ziemlich cooles Feature, das dieser Bass hat, ist dieser Switch am Volume-Regler, mit dem ich zwischen aktiv und passiv hin und her schalten kann. Der Dreiband-EQ läuft über zwei Batterien, zwei 9-Volt-Batterien, die hier drin sitzen. Der Aktiv-Mode, der stattfindet, wenn der Regler drin ist, kann Gain reguliert werden, und zwar mit diesem Schalter hier, mit einem Schraubenzieher am besten. Und der Unterschied hört sich dann so an. Man hört, also ich habe jetzt hier bei den Bässen ein bisschen reingedreht und bei den Mitten. Wenn ich das jetzt alles auf neutral schalte, dann ist eigentlich nur ein Lautstärkeunterschied zu hören. Also eigentlich fast ziemlich gleich, ja. Die Tonabnehmer, die sich in diesen Bässen befinden, werden hier hauseigens von Exotic hergestellt und kommen mit diesen schönen Holzkarren, die nicht nur schön ausschauen, sondern den Bass auch sehr bespielbar machen. Ich habe hier so eine kleine Ablage, wo ich den Daumen drauf haben kann, und sie decken mehr oder weniger auch die Magneten so ab, dass man das Poppen nicht hört, wenn die Saite mal den Magneten berühren würde. Ein weiteres besonderes Feature, das sich Exotic ausgedacht hat, ist der sogenannte HRI, der Hum Reduction Inductor. Wir kennen ja das alle von den Jazzbässen. Wenn ich zwischen den Pickups hin und her schalte, höre ich immer einen Surren. Ich will das mal kurz vorführen. In der Mitteposition höre ich das Surren nicht, aber nur wenn ich die Tonabnehmer separat ansteuere. Um dieses Surren auszublenden oder auszucanceln, baut Exotic für einen Aufpreis von $150 hier unter dem Pickguard einen Noise Cancelling Tonabnehmer ein, der sozusagen dieses Surren aufhebt. Und um das vorzuführen, werde ich jetzt zu einem anderen Bass greifen. Okay, ich spiele jetzt eine Note und werde, während die Note ausringt, zwischen den Tonabnehmern hin und her schalten. Dieser HRI-Effekt
funktioniert am besten mit den hauseigenen Exotic Pickups. Als Exotic noch besser gebaut hat mit Lindy Fredens Tonabnehmern, dieser Effekt funktioniert auch, nur nicht so gut. Also am besten wäre es, wenn man das einbauen lässt in einen Bass, der schon Exotic Tonabnehmer drin hat. Ein letztes cooles Detail, das Exotic mit seinen Bässen liefert, sind diese Einlagen, die im Dunkeln leuchten. Also sie sind jetzt nicht nur hier, sondern auch hier oben, wie man sieht. Und das ist oft sehr hilfreich auf großen Bühnen. Mir hat es schon sehr geholfen, wenn Zwischensongs Blackout sind und man die Position am Hals verliert. Da helfen diese leuchtenden Punkte ziemlich gut. Und es schaut natürlich auch sehr cool aus im Dunkeln. Okay, das war's jetzt hier. Falls ihr noch irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns eine E-Mail an info@exotic.us. Mein Name ist Simon Huber. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr legt euch bald auch einen zu. Hands down, ein super Bass.